Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei einer neuen Bücherwoche von mir. Und es ist tatsächlich schon der dritte Advent. Das heißt, in eineinhalb Wochen ist echt schon Weihnachten. Und ein bisschen Weihnachtsstimmung habe ich hier in diesem Video auch, denn ich habe ein etwas winterweihnachtliches Buch gelesen. Euch jetzt auch vorstellen möchte. Der Rest war tatsächlich eher anderslastig. Ich habe in dieser Woche drei Bücher gelesen, stelle euch aber vier vor, denn es ist ein echtes Buch sozusagen jetzt noch bei mir eingezogen, wo ich bereits Testleser war. Und das Buch gibt es jetzt auch, und zwar natürlich von der lieben Laura Newman. Und da möchte ich heute sozusagen noch die Rezension nachliefern. Ich habe auch ein, zwei Winterfilme, Weihnachtsfilme mir angesehen und hatte auch zwei weihnachtliche Weihnachtsfeiern. Gibt es etwas anderes als weihnachtliche Weihnachtsfeiern? Ich weiß es gerade nicht. Und dann habe ich auch noch eine Serie auf Netflix angefangen. Und wie mir die so gefallen hat, das erzähle ich euch dann jetzt natürlich nach den Büchern. Wie immer chronologisch, bis auf das erste Buch. Denn das habe ich ja bereits im Oktober gelesen. Und zwar 5 Tage mit dir von Laura Newman. Das durfte ich ja testlesen im Oktober. Und jetzt ist das echte physische Buch sozusagen bei mir eingezogen. Und das Buch ist eben jetzt auch, ich glaube, schon in der zweiten Woche erhältlich, und da dachte ich, jetzt kann ich es auch mal in die Bücherwoche packen. Als E-Book habe ich diese Woche gelesen Küss mich, solange es schneit von Svenja Lassen. Wollte mich hier ein bisschen in Weihnachts-Winterstimmung bringen und hatte schon zwei Bücher von der Autorin gelesen. Da kam mir das gerade recht. Ganz überraschend ist, fand ich zumindest ganz überraschend, ist erschienen 0711 Love Stories, Episode 1 Lara und Tim von Adriana Popescu. Ich habe tatsächlich gar nicht irgendwie mitbekommen, dass sie so eine Serie plant. War daher total überrascht, als der erste Teil dann da war und über Facebook und Insta kommuniziert wurde. Musste direkt geholt werden und auch gelesen. Und als letztes, ich glaube, ihr könnt es nicht mehr hören, ich werde mich heute, glaube ich, auch ganz kurz fassen, ist der dritte Teil von Size von mir gelesen, beziehungsweise ja eigentlich gehört worden, muss ich ganz klar sagen. Ich habe das Hörbuch wieder gehört, aber ich wollte euch einfach diese schöne Cover nochmal in die Kamera halten, bevor ich euch dann das Hörbuch später einblende. Und es ist nicht nur optisch ein Traum, so viel kann ich natürlich dazu sagen. Ja, wir beginnen, wie gewohnt, chronologisch mit 5 Tage mit dir von Laura Newman. Wie gesagt, ich habe es im Oktober Test gelesen und jetzt ist dieses echte Buch sozusagen physisch bei mir eingezogen mit einer ganz lieben Widmung. Und ich finde tatsächlich auch den Buchsatz richtig, richtig schön gemacht. Ich suche gerade einen Kapitelanfang, dass man auch hier so ein bisschen die Schrift sehen kann. Überhaupt finde ich dieses cleane Cover sehr gelungen. Es ist ja auch das erste Buch von Laura, was ein erwachsener Liebesroman ist. Sie hat ja schon mal einen Thriller geschrieben unter Klaus Hammering. Eigentlich kennen wir aber Laura durchaus durch ihre Jugendbücher, Jugenddystopien, Apokalypsen, wenn man an Another Day in Paradise denkt. Und ja, es ist ihr erster Liebesroman. Und das E-Book gibt es auch aktuell, soweit ich es gesehen habe, noch für 99 Cent. Da könnt ihr auf jeden Fall dann auch zugreifen, wenn ihr gerne E-Books lest. Ich weiß jetzt tatsächlich gar nicht, was das Taschenbuch kosten wird, soll, kann ich euch gerade nicht sagen, aber der E-Book-Preis ist ja eigentlich fast zu günstig, das muss ich auch ganz klar sagen, aber ich glaube, über E-Book-Preise sprechen wir einfach mal im neuen Jahr. Wie gesagt, es ist der erste Liebesroman von Laura und wir treffen in der Geschichte auf Milla, die in Frankreich einen Job anfangen möchte und dorthin jetzt fliegt, um ein Bewerbungsgespräch zu haben, trifft bei einem Kaffee einen jungen Mann, Jaro, und bei ihr beginnt aber dann doch alles so ein bisschen schief zu gehen und so muss sie mit ihm dann losfahren und wir erleben mit ihr und ihm einen kleinen Roadtrip durch Frankreich, denn auch die Fahrt dauert etwas länger als gedacht. Und so bekommen die 5 Tage sozusagen im Cover durchaus auch noch eine Bedeutung. Und es ist natürlich ein Liebesroman. Dementsprechend wird es zwischen beiden natürlich irgendwann das Knistern beginnen. Und auch auf der Reise geht nicht alles so gut, wie man es vielleicht für Miller hofft. Und es gibt die ein oder andere Wendung, die dann doch sehr überraschend kommt. Nach den Jugendbüchern und dem Thriller von ihr fand ich es super spannend, dass sie sich mal an einem ganz anderen Genre, im Grunde,
ja, angefangen hat, dass sie sich in einem anderen Genre versucht hat. Man muss natürlich schon sagen, dass in ihren Jugendbüchern auch immer so ein bisschen eine Love Story durchaus dabei war. Also es ist nicht komplett was anderes. Aber wir haben hier natürlich erwachsene Protagonisten. Und ja, man entdeckt in Miller durchaus ganz viel Laura, wenn man Laura ein bisschen näher kennenlernt, beziehungsweise auch beim Testlesen. Wenn es so ein paar Hintergrundfragen gab oder Dinge, die wir beim Testlesen gemerkt haben, wo Laura dann durchaus meint, ja, aber genau so mache ich das. Oder genau so denkt sie oder ist sie. Was ich super spannend finde, weil man ja doch oft auch nur einfach so seine Art kennt und weiß, wie man da tickt. Und daher ist es natürlich spannend, hier einen Charakter auch einfach mal zu erleben, den es irgendwie tatsächlich so in echt gibt, aber natürlich nicht alles reell ist, sondern natürlich auch viel Fiktion dabei ist. Ich mag das Cover ganz gerne. Mir persönlich ist es fast eine Spur zu pink. Wer hätte gedacht, dass ich das jemals sage. Aber es hat einen cleanen Schick, wirkt, finde ich, auch durch die Schrift super modern. Und ich finde auch einfach, dass das durch das Weiß mit dem Pink und auch den Punkten, die ich ja, also die findet man ja auch hinten nochmal, finde ich es wirklich mega auffällig. Also gefällt mir gut. Vielleicht nicht ganz klassisch für einen Liebesroman, aber ich finde, dadurch, dass es einfach mal was anderes ist, passt es dann auch wieder zu Laura, die eben auch keinen klassischen Liebesroman geschrieben hat. Also ja, es ist ein Liebesroman und ja, er ist an mancher Stelle sehr typisch, aber man spürt natürlich an der einen oder anderen Stelle auch Laura. Also es ist ein sehr erwachsener Stil, es ist sehr modern, es hat tolle Dialoge. Ich mag, dass es sehr flüssig ist, sehr locker ist, dass es sehr eingehend ist, dass wenn man mal anfängt, man irgendwie sich drin verliert und drin bleibt, dass ein Film abläuft, dass ja auch gerade so die Gespräche, die fand ich einfach wirklich wie aus dem Leben gegriffen. Das hat mir unglaublich gut gefallen. Ich mochte auch den Roadtrip. Ich fand es toll, dass wir da durch Frankreich reisen, dass wir da auch ein bisschen was erleben, ein bisschen was sehen, ein bisschen Wein trinken, lecker essen und ja, da einfach auch diese beiden Charaktere begleiten und auch gerade so im Millers Kopf natürlich mit dabei sind. Ich mochte gerade auch so diese Idee mit Frankreich gerne. Man weiß natürlich durch die Urlaubsvlogs von Laura, wenn man sie auf YouTube verfolgt, dass sie Frankreich sehr gerne bereist. Und dann hat man natürlich so ein bisschen ihre Vlogs vor Augen und ja, weiß dann so gefühlt auch so ein bisschen, wo sie gerade ist, wie das da aussieht. Und das hat mir halt auch sehr großen Spaß gemacht. Mir hat der Roman super gut gefallen. Ich fand ihn sehr gelungen. Ich fand ihn im Grunde für ein Liebesroman-Debüt wirklich sehr, sehr gut. Es ist natürlich so gefühlt ein bisschen Luft nach oben. Und Laura hat ja schon so angedeutet, dass es auf jeden Fall noch einen zweiten Teil in irgendeiner Art und Weise geben wird. Ob es jetzt eine Serie wird, eine Reihe wird oder einfach der nächste Liebesroman, wer weiß das schon. Ich fand es aber wirklich gelungen. Also mir hat es Spaß gemacht. Ich hatte Freude am Lesen. Ich konnte mit Miller mitgehen, ich konnte das nachempfinden, ich mochte Yaro sehr, sehr gerne, den männlichen Charakter. Ich fand es schön, wie es zwischen beiden so langsam geknistert hat, wie wenn das nicht einfach so erste Liebe ist und flupp. Also das ist ja immer was ich tatsächlich ja gerade insbesondere oftmals bei jugendlicheren Charakteren nicht so mag, dass da innerhalb von 3 Tagen irgendwie die große Liebe. Ich fand es schön, dass sie sich Zeit gelassen haben mit den Knistern. Ich finde auch diese Momente hat Laura sehr erwachsen, sehr romantisch und sehr emotional geschrieben. Das fand ich auch richtig, richtig gelungen. Und ich hatte wirklich Spaß mit diesem Buch und kann nur sagen, ich bin sehr happy, dass ich da meine Gedanken ein bisschen mit einbringen durfte, dass wir aber hier wirklich, also ich sage jetzt auch einfach mal wir, weil natürlich alle Testleser mit dabei waren, dass wir hier so ein tolles Buch dann noch ein bisschen verfeinern durften. Anders kann man es ja gar nicht sagen, weil natürlich die Hauptarbeit hat natürlich Laura und auch in der Vorarbeit und das bisschen, was dann die Testleser noch hinzufügen, ist natürlich dann auch nur ja so das die Kirsche auf dem Sahnehäubchen und oder der Pfirsich vielleicht dann in diesem Sinne. Ein gelungenes Buch, ein gelungenes Liebesroman-Debüt, wie ich finde. Ich finde es auch schön, dass sie das unter ihrem eigenen Namen gemacht hat, sich hier kein Pseudonym für die Liebesromane irgendwie gesucht hat. Und ja, dass sie das einfach unter ihrem Namen sozusagen veröffentlicht. Und ja, ich glaube auch, wenn natürlich die Jugendbuchleser ein bisschen älter werden, dann passt dann auch wieder das Genre ganz gut. Und ich glaube einfach, jeder, der Liebesromane, Lebensromane mag, ja, der ist hier auf jeden Fall glücklich mit und hat da auf jeden Fall auch seinen Spaß.
Tatsächlich, das erste Buch der Woche ist dann ein E-Book, das ich gelesen habe, und zwar Küss mich, solange es schneit von Svenja Lassen. Ich habe das E-Book ebenfalls für 1 Euro mir zugelegt. Zum einen hatte ich schon 2 Bücher von Svenja Lassen gelesen, die mir gut gefallen haben. Mich hat das Cover angesprochen, der Titel, der Klappentext, und ich muss ehrlich sagen, für 1 Euro, da überlege ich gefühlt überhaupt nicht lange, und ja, so habe ich mir dann auch das E-Book geholt. Wir treffen hier auf Ines. Ines ist eine Weltenbummlerin und verbringt Weihnachten, aber überraschend, zu Hause, kommt zu ihrem Vater nach Hamburg, will ihn überraschen, erfährt aber dann, dass ihr Vater über die Feiertage auf eine Senioren-Single-Kreuzfahrt geht, will dann eigentlich weiterreisen zu ihrer Mutter und Schwester und fährt so nach Ackenbüll an der Nordseeküste. Und dort angekommen, erfährt sie dann aber auch, Mutter will mit Schwester und Schwiegersohn und Enkel und demnächst auch unterwegs sein. Sie übernimmt dann so ein bisschen das Brautmodengeschäft ihrer Schwester, um sie da einfach zu unterstützen und entlasten. Und trifft dort dann auf Jan, der so ein bisschen Schuld hat an ihrem gebrochenen Herzen. Und dass diese Kombination nicht ganz reibungslos vor sich geht, beziehungsweise auch das Weihnachtsfest nicht ganz so entspannt ist, wie sich das Ines eigentlich gewünscht hat, das kann man sich jetzt fast ein bisschen denken. Ich mochte unsere Protagonistin Ines wirklich super gerne. Sie wurde sehr gut beschrieben, war sehr tiefgründig, war ein Charakter wie auch aus dem Leben gegriffen. Ich war auch bei ihrem Handeln, zwar ist das oftmals überraschend, beziehungsweise sind die Wendungen immer mal überraschend, aber es war alles sehr gut nachvollziehbar. Das finde ich persönlich eben einfach auch wichtig. Ich mochte es, wie Ines gezeigt wurde, wie Ines gehandelt hat, was sie dachte, wie die Dialoge waren. Das finde ich, kann Svenja Lassen wirklich sehr, sehr gut. Auch das kleine Örtchen an der nordfriesischen Küste, war es Nordfriesland, ich glaube, fand ich wirklich auch sehr gut beschrieben. Man konnte sich alles sehr gut vorstellen, so das Verschneite, das Verträumte, das Verschlafene, das Brautmodengeschäft, die Leute da drumherum. Das hat für mich Svenja Lassen auch richtig gut gemacht. Ich mag es, dass wir hier auch wieder so einen modernen und flüssigen Stil haben, dass es auch so lebensnahe Anekdoten gibt, was ich sehr gelungen fand. Ich mochte auch, dass Ines so ein bisschen ihre Abenteuerlust mit reingebracht hat in dieses verschlafene Städtchen. Und das hat mir sehr, sehr gut gefallen und hat den Roman sehr winterlich gemacht und auch wieder so ein bisschen eine Mischung aus Liebes-Lebensroman, was ich einfach gerne lese. Das große Aber in dieser Geschichte ist aber tatsächlich, dass ich es an vielen Stellen doch zu oberflächlich fand, auch ein bisschen zu flach. Ich glaube, dass dem Buch 50, 60 Seiten mehr gut getan hätten, um das einfach ein bisschen mehr auszubauen. Was ich gerade auch bei vielen Nebencharakteren sehr schade fand, dass die eben einfach nur so eine blasse Erscheinung waren, wo sich in meinem Kopf kein Gesicht irgendwie abgebildet hat und die einfach so willkürlich gewirkt haben, ersetzbar, und das finde ich einfach sehr schade. Auch so manche Handlungen war alles sehr schnell abgefrühstückt, hatte ich manchmal den Eindruck, und dachte mir so, okay, hat sie hier einfach irgendwie ein Seitenziel oder ein Wörterziel gehabt, was sie erreichen wollte, und als sie das dann hatte, war der Rest egal. Das ist jetzt natürlich böse, aber ich hatte das Gefühl, dass an mancher Stelle sehr schnell fortgeschritten wurde. Es kehrte bei mir zwar schon so winterliche Gemütlichkeit ein, aber so das Weihnachtliche und auch so ein bisschen das emotionale, liebesgeschichtliche Ding, das kam dann doch ein bisschen kurz, fand ich. Aber dennoch war es eine kurzweilige Geschichte, die ich gerne gelesen habe, die ich gut fand. Und es wird definitiv nicht das letzte Buch von Svenja Lassen gewesen sein, weil es muss auch nicht immer ein absolutes Highlight-Buch sein, finde ich. Ich finde auch, dass gute bis sehr gute Bücher es durchaus einfach verdient haben, dass man sie liest. Also, ja, das ist, nur weil ein Buch halt nicht das absolute Highlight ist, ist es halt sehr gut, es macht Spaß, und das, finde ich, ist eben auch einfach das Wichtigste, und deswegen finde ich auch ein bisschen Kritik an dem Buch gar nicht verkehrt, und ich hatte ja dennoch Spaß mit dem Buch, und das ist ja sowieso immer das Wichtigste. Und auch das nächste Buch ist als E-Book bei mir eingezogen, und zwar 0711 Love Stories Episode 1. Lara und Tim von Adriana Popescu. Ja, ich bin ein großer Fan der Bücher von der lieben Adriana. Ich liebe ihre Bücher, egal ob es die Jugendbücher sind, die Erwachsenenbücher, die Liebesromane, es ist ganz egal. Ich liebe alles, was sie schreibt. Ich mag ihre Art.
Menschen zu beobachten und das dann auch zu beschreiben. Das, finde ich, macht sie ganz, ganz toll. Ich war sehr überrascht, als ich die Kurzgeschichtenserie von ihr dann auf Instagram oder Facebook entdeckt habe und musste mich da natürlich gleich ein bisschen informieren. Und ich glaube, auch in ihrer Vlogmas hat sie dann ein bisschen was dazu erzählt. Ja, 0711 Love Stories soll eine Serie sein, die monatlich eine Kurzgeschichte herausbringt mit zufälligen Begegnungen, die in Stuttgart spielt. Also wir sind in Deutschland, wir sind in Stuttgart und treffen in jeder Geschichte eben auf Pärchen, die sich zufällig begegnen. Ich weiß gar nicht, ob das immer gleich Liebesflirt-Pärchen sind oder ja, welche Kombi es da noch so ein bisschen geben wird. Das E-Book hat 1,99 gekostet. Und ich habe hier schon von zwei, dreien so ein bisschen auf Insta die Nachricht bekommen, oh, 2 Euro für eine 60-Seiten-Geschichte ist ganz schön teuer. Ich musste echt mit mir sehr durchatmen, weil ich das überhaupt nicht verstehen kann. Zum einen verstehe ich gar nicht, warum wir davon ausgehen, dass Self-Publisher ihre E-Books so für so einen Hammerpreis rauswerfen. Ich finde schon immer die 99 Cent eigentlich sehr traurig, weil an dem Buch sitzt ja nicht nur der Autor, was heißt nur, es sitzt ja noch der Coverdesigner, das Korrektorat, das Lektorat, man muss Werbung machen, das ist alles, was man irgendwie dahinter nicht sieht. Und ich frage mich immer, warum man für einen Kaffee bei Starbucks 6 Euro bezahlt, aber nicht bereit ist für so eine Arbeit, wo man gefühlt ja dann auch was in der Hand hat, was bleibt. Der Kaffee ist ja irgendwann getrunken. Dann eigentlich sagt 99 Cent, 1,99, 2,99 ist zu viel. Verstehe ich einfach nicht, finde ich hier auch überhaupt nicht. Ich finde alles bis zu 5, 6 Euro bei einem E-Book absolut in Ordnung und ich mache das auch nicht seitenabhängig. Weil dann würde es nie erklären, warum es Taschenbücher gibt mit 800 Seiten, die 10 Euro kosten, es dann aber Hardcover gibt, gut, schlechter Vergleich, Taschenbuch, Hardcover, aber die dann vielleicht nur 350 Seiten haben, aber 20, 22 Euro kosten. Ich finde, das steht in keiner Relation und ich möchte das hier, eigentlich möchte ich E-Book-Preis und so vielleicht mal in einem Extra-Video irgendwie ansprechen, aber das liegt mir hier einfach so ein bisschen auf der Seele, weil ich schade fand, dass man also den Kauf von 2 Euro irgendwie abhängig macht. Also das, ja. Ich finde, dass die 2 Euro gut angelegt sind. Zum einen, weil ich Adriana Popescu mag, weil ich ihre Bücher mag und weil ich einfach neugierig war, was hier ihre Stuttgarter Reihe so ein bisschen zu bieten hat. Ich mochte tatsächlich auch das Cover sehr gerne, muss aber hier auch sagen, dass ich es etwas komisch und merkwürdig finde, dass man die Gesichter nicht sieht. Das ist echt was, wo ich so ein bisschen denke, also mir ist klar, warum man das tut. Aber ich bin ja sowieso kein Fan eigentlich auch von Gesichtern auf Covern, aber die so durch eine Wolke wegzumachen, finde ich das ja ein bisschen merkwürdig. Aber ich finde es schon irgendwie cool. Also ich finde tatsächlich, es wirkt irgendwie lässig, cool und ja, irgendwie ansprechend. Also obwohl ich das tatsächlich ein bisschen komisch finde. Aber es ist halt nur mein persönlicher Geschmack. Aber auch das Cover sowie der Preis tun der Geschichte natürlich überhaupt keinen Beitrag, möchte ich jetzt auch einfach so sagen. Denn diese Kurzgeschichte war einfach grandios. Ich möchte es gar nicht so spannend machen. Mir hat diese Kurzgeschichte von Adriana unglaublich gut gefallen. Und ich bin ja nicht der größte Fan von Kurzgeschichten. Bin auch sehr oft enttäuscht bei Stephen King. Wo ich denke, der Mann kann halt Länge. Auf 100 Seiten bringt er es oft nicht zustande, eine gute Geschichte zu schreiben. Wir sind hier in einer S-Bahn-Fahrt und treffen auf Lara und Tim. Tim will nach Hause und sich von seinem WG-Mitbewohner verabschieden, denn er reist morgen nach Peru. Auf der anderen Seite treffen wir Lara, die zu ihrer Schwester gerade fährt, die so ein bisschen blöd angemacht wird in der S-Bahn und Tim ihr so überraschenderweise zur Seite steht und Tim rettet sie und beide kommen dann ins Gespräch und das ist die erste zufällige Begegnung. Und das war einfach schön. Ich möchte auch gar nicht so viel verraten, weil es ist nur, sind nur 60, 65 Seiten. Da muss man gar nicht viel mehr wissen. Ich finde, man war sofort drin. Es hat 10 Sätze gebraucht. Schwupps war ich bei Tim in der S-Bahn gesessen und habe beobachtet, was er tut, wie er tut, wie beide miteinander sprechen. Es ist kurz, dadurch natürlich auch sehr kurzweilig, mit unfassbar lässigen, modernen, tollen, humorvollen Dialogen, die Witz und Charme haben, die was rüberbringen, die diese S-Bahn-Fahrt zu etwas ganz Spannendem machen. Und es schafft für mich Adriana wirklich auf den Punkt, mich in dieser kurzweiligen Geschichte zu begeistern, mich zu unterhalten, mich mitzunehmen und diesen kurzen Moment aus dem Leben der beiden in eine Geschichte zu packen und diesen Moment einzufangen
und rüberzubringen. Und das finde ich total bezaubernd, super gelungen. Ich hatte unfassbar viel Spaß mit diesen 60 Seiten. Und ich, natürlich muss man sagen, es ist am Ende traurig, dass es vorbei ist. Das ist natürlich gar keine Frage. Von der schönen Geschichte will man ja immer ein bisschen mehr. Aber Adriana hat mich hier wirklich gepackt, gefesselt, begeistert. Ich habe geschmunzelt, ich habe gelacht, ich habe mitgeschwärmt. Ich hatte wirklich Spaß. Und das auf dieser kurzen Zeit. Und ich bin einfach hin und weg. Also ich bin mega gespannt, was der zweite Teil uns bringen wird. Der soll im Januar erscheinen. Ich freue mich jetzt schon drauf. Und könnte mir dann auch mal vorstellen, wenn dann alle 12 Geschichten vielleicht da sind, dass die dann so in einem Buch irgendwie so als Sammelband irgendwie da sind. Und das fände ich dann tatsächlich auch mega. Also das wäre dann auch was, um meiner Adriana Popescu-Sammlung dann ja, so eine Vollständigkeit zu geben, würde ich mich da freuen, wenn es das irgendwann in gedruckter Form gibt. Es gibt es als E-Book überall, das wollte ich vorhin auch noch mitgeben. Sie hat es nicht auf Amazon exklusiv, glaube ich, jetzt online gebracht, wie es ja bei Kommissar Rauch ist, wo sie ja ihren Krimi schreibt unter Adriana Jakob. Man findet dieses Buch überall, wo es E-Books gibt. Also nicht nur beim großen A, sondern auch beim großen T und beim großen W und beim großen H und überall, wo es E-Book gibt, kann man das dann auch kaufen. Und und zudem gibt es auch einen Podcast, ich glaube, der auch irgendwie 0711 Wududut irgendwas ist, wo sie zusammen mit einer lieben langjährigen Freundin einen Podcast macht. Finde ich auch sehr cool, habe ich auch schon reingehört. Und jetzt kommen wir wohl zu einem der Highlights des Jahres, wenn nicht gar in meiner dystopischen Lesegeschichte. Es ist der dritte Teil von Scythe von Neil Schusterman. Der dritte und finale Teil ist das Vermächtnis der Ältesten. Es ist der letzte Band einer unfassbar grandiosen, großen, geilen Dystopie. Ja, ich habe das Hörbuch gehört. Es wird wieder gesprochen von Thorsten Michaelis. Ich finde wirklich, dass diese Hörbücher großartig vertont sind und es ist wohl das Beste, was ich an einem Hörbuch gehört habe. Es kommt tatsächlich sehr, sehr nah an das Hörspiel von Monster 1983. Ich finde aber schon, dass es einfach nochmal einen Unterschied gibt zwischen Hörbuch und Hörspiel. Aber an Hörbüchern ist Scythe wirklich eine Reihe, die ich grandios finde. Alleine wie Thorsten Michaelis verschiedene Charaktere spricht, wie das rüberkommt, wie das gemacht ist. Ich finde es einfach Hammer. Und nein, es wird nicht der Hörgenuss des Monats, weil das war ja schon im November, es wäre ein bisschen langweilig. Aber es ist einfach Hammer. Also jeder, der gerne Hörbuch hört, der diese Geschichte irgendwie auf der Wunschliste hat, hört in dieses Hörbuch. Ich fand's einfach großartig. So, das dazu. Ja, ich muss, glaube ich, zu Scythe gar nicht mehr so viel sagen. Ich packe euch die Bücherwochen zu Teil 1 und 2 mal unten in die Infobox. Es ist eine Dystopie, versteckt in einer Utopie. Wir haben eigentlich die perfekte Welt, denn es gibt keinen Tod mehr, keine Krankheiten mehr. Man kann sich heilen lassen, man kann sich verjüngern lassen, man kann sich, wenn man todesähnlich ist, irgendwie auch wieder lebendig machen lassen. Dennoch muss natürlich die Welt irgendwie, funktioniert sie nicht mit einer Überbevölkerung und so, gibt es eben die Gilde der Scythe und die lesen eben nach. Das bedeutet dann der vollständige Tod. Und es gibt hier eben zwei Gruppen innerhalb der Scythe, die sehr unterschiedlich denken, handeln und sind. Und wir begleiten zumindest zu Beginn der Geschichte zwei Auszubildende in dieser Gilde, nämlich Citra und Rowan. Und die begleiten wir sehr intensiv, sind da sehr nah dabei und erleben eigentlich diese Utopie, wie sie dann aber zu einer Dystopie wird. Zudem haben wir den Thunderhead, die künstliche Intelligenz im Hintergrund, die alles lenkt und leitet, zumindest was die Lebenden betrifft. Und ich finde die Geschichte geil. Ich kann es nicht anders sagen, ich weiß, viele mögen dieses Wort nicht und ich verwende es auch nicht so häufig, aber es ist eine Wahnsinnsstory. Es ist innovativ, es ist anders, es ist groß, es ist grandios erzählt, es hat Hand und Fuß, es gibt Erklärungen, es gibt bildhafte Erläuterungen, es gibt Protagonisten, die unfassbar tiefgründig sind, die einfach so dreidimensional sind, die handeln, die sich verändern, die an Aufgaben wachsen, die auch mal scheitern und die auch miteinander irgendwie verwoben sind. Es gibt
Gründe, weswegen Charaktere handeln, wie sie es tun, die man versteht, die man manchmal auch nicht versteht, die man auch manchmal gar nicht verstehen will. Und das alles in so einer großen Welt, wie sie großartiger nicht sein könnte. Ich bin wirklich total begeistert von der Story, was Neil Schusterman da geschaffen hat, wie er das rüberbringt, wie er das schreibt, wie er mich mitnimmt, mitreißt, wie er mich in diese Geschichte einsaugt, wie er diese Geschichte einfach erzählt. Es ist wirklich der Hammer. Ich finde tatsächlich, dass es mit einer der besten Dystopien überhaupt ist, die ich je gelesen habe. Und die natürlich irgendwie schon einen Jugendbuchcharakter hat, weil natürlich die Protagonisten auch jugendlich sind. Aber ich finde überhaupt nicht, denn manche Brutalität, manche Gedankengänge, manche Intrigen, die könnte man einem 12-Jährigen wahrscheinlich nicht erklären. Also ich finde, so ab 16 ist dieses Buch gut geeignet, ohne jetzt eine FSK aussprechen zu wollen. Wobei auch das wäre mal ein spannendes Thema für einen Blog. Aber ich finde, für sowas ist man nicht zu alt. Und es ist einfach eine grandiose Geschichte. Und auch der dritte und abschließende Teil hat mir sehr, sehr, sehr gut gefallen. Hier habe ich einen kleinen Kritikpunkt und das ist Jammern auf hohem Niveau, denn ich hatte das Gefühl, dass Neil Schusterman einfach viel zu viel will. Er hat sehr viele Perspektiven eingebaut und mich haben die manchmal doch ein bisschen verwirrt, gerade beim Hören. Da wusste ich manchmal nicht, wer war ich jetzt, wo bin ich und wie war da gerade der Stand. Und da hatte ich einfach das Gefühl, dass uns, wenn euch das Katzengejaule, wenn ihr euch das gerade hört, er sitzt vor der Tür und will raus, also wundert euch nicht. Aber er hört auch bestimmt gleich wieder auf zu singen. Ich hatte das Gefühl, dass uns Neil Schusterman hier einfach viele Perspektiven zeigt, um die Geschichte von allen Seiten irgendwie zu beleuchten und uns rundum ein Bild zu geben. Ich muss tatsächlich sagen, ich hätte das gar nicht gebraucht. Denn die Geschichte um gerade der letzte Teil war spannungsgeladen und hat einfach einen gefesselt. Nachdem der zweite Teil ja unglaublich gemein geendet hat, war ich so froh, jetzt endlich zu wissen, wie das weitergeht. Und das Ende, es hat sich angefühlt wie gekaut und ausgespuckt. Also ich war so fertig mit der Welt, mit meiner Welt, mit seiner Welt, mit aller Welt. Und ich saß dann wirklich vor diesem Buch und dann kommt am Ende der Satz, ja, Audible bedankt sich, bla bla bla, das war eine Produktion von blub blub blub. Und ich saß so da. Ja, eine großartige Geschichte, eine Wahnsinnstrilogie geht zu Ende. Und ich bin so gespannt auf die Verfilmung, egal wie sie aussieht. Und ich bin so neugierig darauf, was wir irgendwann sonst noch von Neil Schusterman lesen werden, hören werden, schauen werden, was auch immer. Ja, zudem kam es in der Woche, um von den Büchern wegzugehen, habe ich eine Serie angefangen und zwar V-Wars, die ich ja vor kurzem auch gelesen habe, beziehungsweise hat mir das ja David Nathan vorgelesen und die ist am 5. auf Netflix gestartet. Ursprünglich bin ich darauf aufmerksam geworden, weil ja Ian Somerhalder mitspielt, den man aus Lost kennt und Vampire Diaries kennt und den ich da auch immer schon ganz anziehend fand. Und ja, es ist für mich manchmal auch eine Begründung zu sagen, der Schauspieler sieht toll aus, da gucke ich mal in den Film oder in die Serie. Und ich habe mit V-Wars begonnen, da geht es ja im Grunde auch darum, dass wir eine Gletscher-Eisschmelze haben und irgendwo im unteren Eis sich wohl ein Virus verbirgt. Und da werden die Menschen, die diesem Virus irgendwie erliegen, so eine Art Vampir. Ich meine, es heißt ja schon V-Wars, was ja Vampirkriege irgendwie schon heißt. Die erste Staffel ist komplett verfügbar. Ich habe bis Folge 3 geschaut. Ich habe, glaube ich, in der Mitte von der Folge 4 beschlossen, selten etwas so Langweiliges gesehen. Die erste Folge war noch sehr abholend. Man hatte so den Eindruck, man will natürlich die Charaktere erklären, wie es dazu kommt, was passiert, wie sind unsere Protagonisten. Die zweite Folge hat das noch so ein bisschen aufgegriffen. Dann dachte ich schon, ja, ich habe es jetzt verstanden. Es wäre jetzt schön, wenn es mal weitergeht. Und als in der dritten Folge auch noch nicht so viel passierte und ich währenddessen angefangen habe, meinen Flow-Kalender zu basteln, bin ich irgendwie noch so in Folge 4 gestolpert und dachte dann aber nach 10 Minuten, ach nee, eigentlich ist das unglaublich langweilig, träge und es war alles schon mal da und die Geschichte macht nichts zu etwas Besonderem und dann habe ich sie abgebrochen. Also leider sehr enttäuschend. Ich hätte mich persönlich auch sehr gefreut, dass es mir gefällt. Aber die Hoffnung liegt jetzt natürlich auf The Witcher.
Nächsten Freitag ist es endlich soweit. Wir sehen The Witcher in Serie. Und ich glaube, ich habe selten einer Serie so entgegengefiebert. Mal von Game of Thrones und Sherlock, den neuesten Staffeln abgesehen, gibt es, glaube ich, kaum etwas, worauf ich mich in der Serienwelt so freue wie auf The Witcher. Bin ja auch gerade jetzt in dieser Woche dabei zu lesen. Das erfahrt ihr in der nächsten Bücherwoche. Aber darauf freue ich mich wirklich unglaublich. Und ich glaube, ich habe es gar nichts groß vergessen. Es gab zwei Weihnachtsfeiern in dieser Woche, die mich in sehr weihnachtliche Stimmung gebracht haben. Zudem ist ja auch meine Wohnung schön weihnachtlich geschmückt, was mich gefühlt sowieso immer in Stimmung bringt. Und auch die Umgebung ist natürlich richtig, richtig schön weihnachtlich. Aber wir haben diese Woche noch Verrückte Weihnachten auf DVD angeschaut. Das ist ja die Verfilmung von Das Fest von John Grisham mit Tim Allen und Jamie Lee Curtis und auch den einen von Ghostbusters, dessen Namen ich schon wieder verdrängt habe. Daniel Aykroyd oder irgendwie so, ich weiß gerade nicht mehr. Ein sehr lustiger Film, den ich absolut empfehlen kann, der mir auch wirklich viel Spaß macht. Spätestens wenn Frosty ins Spiel kommt und ich mich ärgere, dass kein Frosty auf mein Dach passt. Ja, das ist dann sehr traurig. Ansonsten eine kurze Info zum Leseklub. Roman und ich haben beruflich, privat gerade so viel um die Ohren, dass wir Infiziert, was wir jetzt ja im Dezember lesen wollten, auf den Januar geschoben haben. Also für alle, die es in der Gruppe vielleicht nicht mitbekommen haben, hier nochmal die Info. Wir lesen Infiziert im Januar und dann gibt es im Januar auch eine neue Umfrage für das Februarbuch. Wir nehmen uns sehr fest vor, dass es im neuen Jahr ein bisschen strukturierter wieder im Leseklub zugeht und dass wir uns da einfach ein bisschen mehr Zeit einplanen. Aber man kriegt es manchmal einfach nicht unter und der Dezember ist natürlich auch so ein bisschen weihnachtlicher geprägt. Ich will nicht sagen weihnachtlicher Stress, weil das mag ich nicht so, die Aussage, aber dass ihr da einfach Bescheid wisst. Und ich glaube, das war's jetzt, nachdem der Kater nicht aufhört zu singen und unbedingt raus will, werde ich ihn jetzt mal ins Haus lassen und ihn bei meinen Eltern dann unten reinlassen und mal gucken, am Ende will er dann doch wieder hoch, aber so sind Katzen manchmal. Ja, das war's jetzt von mir. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit meiner Bücherwoche. Alle Infos zu den Büchern findet ihr wie immer unten in der Infobox, weil ich kennt ihr ja auch schon eins der Bücher oder habt eins auf der Wunschliste oder seid gerade am Lesen. Würde mich auf jeden Fall interessieren, auch was ihr gerade liest und was so euer letztes Highlight, so ein bisschen vielleicht auch buchtechnisch war, serientechnisch war. Schreibt mir das gerne. Ich würde mich sehr über den Austausch freuen. Wünsche euch jetzt einen schönen Tag, einen schönen Abend, ein schönes Wochenende, morgen einen schönen dritten Advent. Lasst es euch gut gehen und bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.